Herzlich willkommen zum ersten Heimspiel der Finke Baskets. Und was könnte passender sein am Tag der Deutschen Einheit? Unser Gast aus dem Osten des Landes, die Oettinger Rockets Gotha. Es steht knapp für die Baskets. Wie geht's aus? Heimsieg. Wunderbar. Paderborn gewinnt mit 10 Punkten. Ihr seid spät. Glaubt ihr, die ersten 5 Minuten braucht man nicht zu sehen? Doch, die muss man auf jeden Fall sehen. Deswegen müssen wir jetzt ganz schnell hoch. Okay, viel Spaß beim Spiel. Zufrieden bisher? Sagen wir mal so, unter den gegebenen Umständen, wie die Vorbereitung lief, kann man zufrieden sein. Es gibt hier und da noch was auszubessern. Naja, die finden noch in die Saison. Am Ende wird gezählt. Am Ende wird gezählt, genau. Prima, danke. Jetzt siehst du nicht mehr traurig aus. Nein. Alles in Ordnung? Natürlich. Ja. Spiel geht wie aus? Rockets natürlich. Wie viel? Ja, wird schon noch, weiß ich nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass die Rockets gewinnen werden. So, die Hälfte ist um und? Ja gut, ich hätte mir schon ein bisschen noch ein engeres Ergebnis gewünscht zur Halbzeithälfte, aber 6 Punkte ist noch im Soll, würde ich mal sagen. Die Nervosität muss jetzt weggehen, die Spielzüge müssen klappen. Bei den Fastbreaks müssen dann auch die Punkte fallen und dann haben wir auch noch eine Chance zu gewinnen. Was trinken denn die Oettinger Rockets, wenn Gotha verliert? Oettinger. Trotzdem. Ja, was denn? Das war ganz großes Kino hier heute. Letztes Mal ist es nach 2 Vierteln so ein bisschen abgekippt. Heute habt ihr es geschafft. Einfach fitter oder woran lag es?
Ich glaube, es liegt einfach an dem Teamgeist, den wir haben. Wir hatten ein paar harte Wochen gehabt. Die Niederlage in Chemnitz hat uns ein bisschen zu schaffen gemacht. Und wir haben halt an uns gearbeitet. Und ich glaube, es war heute eine gute Teamleistung von allen. Und also ich meine, man kann jeden schlagen in der Liga. Und ja. I think you are one of the match winners today. How do you think so? It was a good second half. We kept fighting. It was a team victory though. Yeah, the big problem in the game against Chemnitz was after the second quarter, it was not so good. You are not strong enough. Today, you got it. Are you more fitter in 8 days or what's the reason? I mean, as a team, we had more time to practice. Individually, my back had been hurting last game, but feels a lot better, and I think it showed we can win in any situation. Yeah, I think it's very well. Thank you for the next game. Ja, heute sah das ganz anders aus als in manchem Vorbereitungsspiel. Woran liegt's? Ja, ich habe den Jungs vor dem Spiel gesagt, ganz egal was passiert, wir müssen kämpfen. 40 Minuten. Es ist noch nicht alles rund bei uns aufgrund einer schwierigen Vorbereitung und vieler Verletzungen. Aber man kann viel ausgleichen mit Herzblut und Kampf. Und ich glaube, das haben wir heute gezeigt. Zwischendurch sah es so aus, dass die Jungs wieder mal den Kopf ein bisschen runternehmen. Ich habe ihnen in den Arsch getreten, es hat funktioniert. Es gehört im Sport auch ein bisschen Glück dabei. Und ich denke, das hatten wir heute. Aber ich denke, der Sieg geht auch am Ende in Ordnung. Das denke ich auch. Gerade jetzt Gotha ist zwar Aufsteiger, aber hat sich ja intensiv verstärkt. Das war heute hier kein Fallobst, das aufgelaufen ist. Nein, also ich denke, man muss auch bei Gotha fairerweise dazu sagen, die hatten zwei Spieler verletzt, die normalerweise eine wichtige Rolle haben. Das heißt, ihre Rotation war immer noch länger als unsere, aber kürzer als normal. Also ich denke, man kann Gotha unter den letzten vier, unter den besten vier erwarten am Ende der Saison. Ja? Und deswegen glaube ich, dass dieser Sieg auf jeden Fall einen Stellenwert hat für uns. Vor allem fürs Selbstvertrauen unserer jungen Spieler. Und ja, ich denke, im Augenblick muss ich das ein bisschen sacken lassen, aber war ein toller Teamerfolg. Ja, dann bleiben unter den ersten vier ja nur noch zwei über. Gotha, Paderborn und naja. Das ist für uns ganz weit weg in der Zukunft. Wir haben gesagt, wir wollen versuchen, trotz der Widrigkeiten gut zu starten. Jetzt haben wir 1-1. Wir haben ein weiteres Heimspiel am Sonntag vor uns. Wenn wir das auch gewinnen, denke ich, ist uns ein guter Start geglückt. Und dann hart arbeiten und dann schauen wir mal, wo wir landen. Ja, danke schön. Ja.